Im neuen Jahr beginnt die Endphase auf dieser Erde. Die Erschütterungen, der Chaos nimmt noch schlimmer zu. Der Mensch muss sich also halten, am besten an der Sehnsucht zum Licht. Das ist das Beste für ihn. Und es ist kein Bestes, sich impfen lassen, das ist Bequemlichkeit und törichte Dummheit. Was der Staat befiehlt, ist Willkür und hohe Dummheit. Besinnt euch aus das Wahre, auf das wahre Empfinden von euch, denn ihr seid es, ihr entscheidet. Was nachher mit euch geschieht, wenn ihr geimpft seid, das entscheidet nur Gott alleine. Auf jeden Fall ist dieser Impfstoff ein Kampfstoff und er zerstört den Körper. Die Menschen sterben langsam durch den Impfstoff, weil ihnen die Seele entzogen wird, weil sie abstumpfen und deshalb keine seelische Freude finden. Kein Ziel. Es werden abgeschnitten. Natürlich leben diese Seelen dann weiter. Und wie gesagt, Gott befindet über diese Menschen dann, wo und wie sie wieder geboren werden. Für diejenigen aber, die in der Sehnsucht vorwärts gehen, die stark sind, die Mittler sind auf dieser Erde jetzt, die sich verbinden und so stark werden, welche die Sehnsucht zueinander fügt. Sie überdauern diese Erde. Sie überdauern allen Chaos, alle Wirrnisse und alle Gewalt, die noch kommt. Ob die Gewalt von den Menschen kommt oder durch die Umwälzungen der Natur, die auch eine Gewalt ist, eine riesige Reinigung. Nun, es liegt an euch. Sehnt ihr euch zum Licht? Dann geht in das Licht, sucht es. Sucht es in der Natur, werdet wieder Mensch. Mit Freude und Glückseligkeit im Natürlichen. Nicht in Ablenkung und Bequemlichkeit. Jetzt am Silvester. Das ist alles falsch. Alles Falsche geht in Trümmer. Bis es soweit ist, oder wenn es wirklich losgeht, denn es geht bald los, dann melde ich mich wieder. Aber durch eure Empfindung, durch euren getragenen Geist, der euch führt, müsstet ihr schon längst auf dem Weg sein, dorthin, zum rosenroten Morgen, der euch glückselig in Empfang nimmt. Denn es heißt, er tritt im Morgenrot daher, im Strahlenmeer. Und wo seid ihr? Es werden viele gerettet werden. Und doch sind es wenige, die dann den letzten Schritt tun. Soweit zum wunderbaren, herrlichen Tag heute und das, was uns bevorsteht im neuen Jahr. Es ist wichtig, dass ihr wisst, wo ihr steht. Es ist wichtig, dass ihr hemmende Fäden, die noch hängen an anderen Menschen, dass ihr die zerschneidet. Es darf nichts hemmen euch auf dem Weg des Erahnens und des Sehens und des Erkennens. Nichts darf euch hemmen hinüber für den Übergang, wenn wir weggehen von dieser Erde. Nichts darf euch hemmen. Im letzten Augenblick könnt ihr sonst stürzen, denn das Dunkel bäumt sich nochmal gewaltig auf. Gebt Acht auf all das, was er tut. Denkt und spricht.
denn nun wird alles zur Tat, sofort. Was ihr spricht, wird sofort zur Tat. Es geht hinaus in die Welt und nimmt sofort Verbindung auf. Es liegt an euch. Die Erde wird gehoben mit großen Rucken. Und das hält kein Mensch aus. Wir sind dann eine Weile weg von dieser Erde. Aber wir sterben nicht. Es sind die Glückseligen, die da müssen den Aufbau mitgestalten. Denn er aus dem Himmel, er wird ihn führen, er wird ihn leiten. So viel zum Silvestertag, der bald vor uns steht. Markus Bösch.